Hallo, willkommen zurück bei Janni spielt Landmark. Damit es mal ein bisschen zügiger weitergeht, weil das dauert schon alles ein bisschen sehr lange hier, spiele ich heute wieder. Und zwar möchte ich gerne meinen ersten Siegetisch bauen. Beim letzten Mal habe ich gesehen, dass ich da zu Palmherzen brauche. Das heißt, ich muss ein bisschen farmen gehen, aber zuerst würde ich gerne mal in die Höhle reingucken. Vielleicht gibt es hier heute mehr zu sehen. Finde ich ja doch mal eine Kiste. In den Kisten sollen tolle Sachen drin sein. So, mal schauen. Oft stehen die Kisten bei solchen leuchtenden Pflanzen. In dem Fall wohl nicht. Nichts, nichts. Und da vorne ging es ja dann gleich irgendwo ganz tief runter. Da. Das mache ich nicht. Schade. Ich hätte euch gerne mal so eine Schatzkiste gezeigt. Ich nehme nochmal schnell den anderen Abzweig da drüben. Lichtverhältnisse haben sich auch nicht geändert. Es ist immer noch sehr düster und es geht immer noch sehr weit runter. Okay, keine Schatzkiste. Also, wo waren wir? Bei den Palmherzen, genau. Für die Palmherzen brauche ich Palmen. Und Palmen wachsen nicht in der Wüste, sondern in tropischen Gebieten. Fast jede von diesen Inseln hat jeweils zwei Biome. Das hier ist Wüste und alter Wald. Und dann gibt es tropisch und Schnee, Eis. Und jedes Biom hat eine ganz spezielle Holzsorte, die man dann zum Craften braucht. Dann gehe ich mal zum Spire. Ich habe mich vorher ein bisschen schlau gemacht und habe mir eine Tier 2 Insel ausgesucht, die tropisch und Wüste ist. Tier 2 hat in dem Fall nicht so viel zu bedeuten, weil die Bäume sind überall gleich. Da gibt es keine Tiere in dem Sinne, keine Qualitätsstufen. Und wenn ich bei Tier 2 bin, kann ich dann aber auch gleichzeitig ein bisschen Steine und Edelsteine farmen. Das passt ganz gut, glaube ich. So, die Insel, die ich mir ausgesucht habe, ist Beach, Tier 2. Und jetzt gehe ich auf Palmensuche. Das ist natürlich auch nur eine ganz bestimmte Art von Palmen, sonst wäre es jetzt so einfach. Das zeige ich euch aber gleich. So, da sind wir schon. Kurz auf die Karte schauen. Okay. Ist jetzt natürlich ein ganzes Stück weit weg. Okay, das ist jetzt ganz schön weit weg, deswegen habe ich mich jetzt gerade spontan entschlossen, doch woanders hinzugehen. Jetzt nicht ewig weit laufen, bis ich in grüne Gegenden komme, deswegen probiere ich es einfach mal woanders. Und zwar bei Scree. Ist auch Tier 2. Vielleicht liegt da das tropische Gebiet ein bisschen näher am Spire, dass ich nicht so furchtbar weit laufen muss. So, das ist alter... Nein, nicht alter Wald. Da steht schon eine Palme. Mal ein bisschen umgucken. Jetzt
Zumindest ist es hier überall grüner. Ich glaube, das Dunkle ist alter Wald und das Helle ist tropisch Dschungel. Ich schaue mich mal ein bisschen um, aber ich glaube, ich habe schon die erste Palme entdeckt. So, die kleinen sind es nicht. Das sind eher die schlanken, hohen Palmen, die ich jetzt doch keine gesehen, war eine andere. Anderer Baum. Ach, ich laufe einfach mal ein bisschen rum. Ah, da sehe ich eine. Zwei, drei, das ist gut. Die da sind das. Mal kurz ins Mutfenster. So. Hier sieht man das. Palmherz. Yay. Okay, und von der Sorte brauche ich jetzt ein paar. Da ist, glaube ich, Eisen. Ja, das werde ich auch brauchen, deswegen nehme ich es auch gleich mit. Den Baum fällen wir auch gerade noch. Der lässt Hardwood fallen, das man auch für ganz, ganz viele Sachen braucht. Also kann man eigentlich nicht genug von haben. Jetzt ist gerade mein Mauskreis verschwunden. Palme. Ist wirklich schade, dass ich noch keine Sichel habe, weil die ganzen Pflanzen hier, die kann man natürlich auch ernten. Und da das Ganze jetzt eine Zeit lang dauern wird, habe ich mir gedacht, ich gehe mal auf schnellen Vorlauf. Ihr könnt mir dabei trotzdem beim Sammeln zusehen, aber es dauert nicht stundenlang. Also, wir sehen uns gleich wieder. Kurzer Zwischenstopp. Ich habe hier gerade eine Höhle gefunden. Mal schauen, ob ich hier vielleicht ein bisschen mehr Glück habe mit einer Kiste. Kann ja sein. Und in Höhlen gibt es auch oft mehr Ressourcen. Also sind die Minen. Oh, das ist Silber. Schade. Das kann ich noch nicht mitnehmen. Zu gerne mal so eine Schatzkiste zeigen.
schießt. Ich laufe mal ein Stückchen weiter rein. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn ich dann geht's gleich im schnellen Vorlauf weiter. Natürlich lasse ich keine Ressourcen einfach so liegen. Wäre ja schade drum. Keine Kiste zu sehen. Da habe ich was gesehen. Und falls ich mich verirre, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Ich kann ja immer Evac to Safety machen. Mich rausbeamen sozusagen. Okay, da geht's bergab. Wie gesagt, eigentlich stehen die Kisten gerne direkt am Anfang der Höhlen. Da habe ich jetzt keine gesehen, leider. Weiß nicht, ob es Sinn macht, da jetzt weiter reinzugehen. Hier geht's gar nicht weiter rein. Ziemlich große Höhlensysteme. Überall Abzweigungen. Ich könnte mich da jetzt auch einfach runtergraben oder seitlich irgendwo reingraben. Wäre ich hier noch orientierungsloser. Da hatte ich wohl kein Glück. Das ist ziemlich schade, aber an dem Punkt gehe ich wieder in den schnellen Vorlauf. Bis gleich. Seht, habe ich mich jetzt so langsam zum Spire wieder vorgearbeitet. Und ich müsste jetzt eigentlich auch genug Palmherzen haben. Ich doch gerade mal schauen. Den hier wollte ich bauen. Wild Hardwood war es, das ich brauche. Und das muss ich mir am Alchemietisch selber machen, verfeinern. Eigentlich nur noch eins, aber ich mach mal 21. Jetzt kann ich ihn craften. Super.
schnell nach Hause und abgestellt. Schon. Da. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, ich habe oft so ein bisschen Probleme mit der Orientierung. Deswegen schaue ich zwischendurch immer mal wieder auf die Karte, damit ich mich nicht restlos verirre. Falls das doch mal der Fall sein sollte, kann ich ja immer die Portalscherben benutzen, die ich habe. Das kostet eben auch Ressourcen, deswegen versuche ich schon zu überall hinzukommen. Da ist zu Hause. So, neben meine hübsche Schmiede stelle ich jetzt meinen noch hübscheren Holztisch. Sehr schön. Okay. Als nächstes muss ich mir ein besseres Werkzeug machen. Damit kann ich nämlich Silber und Tungsten und Marble, also Marmor, Amethysten farmen. Nee, da brauche ich auch Wild Hardwood. Gut, dass ich so viel gemacht habe. Aquamarine habe ich auch. Eisen habe ich auch. Das Einzige, was mir fehlt, sind Eisen-Ingots. Und die kann ich mir ja hier an der Schmiede machen. Hier. Da mache ich mal. Wie gesagt, den 0 nimmt er irgendwie nicht so an, deswegen mache ich immer eins mehr. In dem Fall 21, es waren doch 20, oder? Vielleicht nochmal nachschauen. Und Sichel geht erst ab Silber. Das ist schlecht. So. Jetzt kann ich sie craften. Jetzt muss ich mir gerade mal was schauen. Nee. Ich crafte jetzt einfach mal, weil es gibt auch noch Schmuckstücke, mit denen kann ich versuchen, die Qualität ein bisschen zu pushen. Habe ich jetzt natürlich noch keins. Also crafte ich einfach mal eine Eisenspitzhacke. Und die ist jetzt hier. Okay. Schmeiße ich die raus. Nein, die tue ich dahin. Weil ich mit der ja alle Bäume fällen kann. Okay, habe ich gleich doppelt. Manchmal stimmt das mit dem Inventar nicht so. Okay. Also jetzt kann ich mit dieser Spitzhacke dann die nächste Stufe, Tier 3, farmen. Meisterstand, Silber, alles mögliche. Zinn, Axt brauche ich nicht. Das nächste wäre hier auch Silber. Ist auch Silber. Schauen. Ah, hier kann ich auch die Alchemiestation bauen. Kann ich eigentlich auch schon fast tun. Aber das mache ich beim nächsten Mal. Was ist denn eigentlich? Das ist, glaube ich, die Schmuckproduktion. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das geht erst mit Tungsten. Den habe ich.
gibt es noch einiges zu tun. Hier geht es dann an die, ups, an die Dekoration. Das ist ja hübsch. Ein Zaun. Ich könnte mir ja vielleicht mal... Kann ich alles nicht. Das ist schade. Eine Kerze vielleicht? Nein. Auch nicht. Ah, eine Fackel könnte ich mir machen. Da mache ich mir mal einfach ein Licht. Eine Laterne hänge ich dahin. Und mache sie an. Yay, Licht. Sehr schön. Und das war's auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal werde ich, glaube ich, vielleicht mal versuchen, was zu bauen. Zumindest mal den Grundstein legen oder so. Wir sehen uns. Ciao.